Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 18.05.2022. Und ja, der hat hier einen ordentlichen dicken Fisch an der Angel gehabt. Unser DAX hat sich ja, erwartungsgemäß jetzt rüberschieben können. Sah ja eigentlich ganz gut aus, hatten wir uns gestern auch gesagt, und sollte jetzt halt noch die 14.100 überwinden und von oben stehen sollen, können, müssen, wie auch immer, um eben weiterzukommen mit Chancen dann in die 250, 270 rein, bis auch in den Bereich um die 300. Und davon hat er jetzt erstmal ein schönes Stück erledigt, also gerade 250. Ich weiß, es war jetzt in der Analyse, glaube ich, jetzt in der Morgenanalyse war es kein Thema gewesen. Im Update hatten wir aber nochmal drüber gesprochen, weil wir gesagt hatten hier, als er hier so runterkam, hat man gesagt, von 100 kann er nochmal hoch, dann kann er über 200 und auch noch ran an die 250. Dann hat er hier so am Abend nochmal in so einer Fettrede so ein bisschen rumgezuckelt. Da hatte ich dann nur nochmal rausgeschickt, dass das nur zur Bereinigung quasi ist und dass er dann jetzt eigentlich Mittwoch rein die 250, 270 anpeilen kann. Das hat er direkt dann gleich zum Abend noch gemacht. Soweit erstmal fein. Und damit geht jetzt natürlich der Fokus hier auf das letzte Hoch halt. Ne? Also das ist hier so 3, was ist denn das ganz genau? Das ist 315. Und wir kennen ja unseren DAX, ne? Ist schon manchmal so ein kleiner Assi, das muss man schon so sagen, ja? Also, da hat er einfach Bock dran, so andere Leute zu floppen, Stops rauszukanten und sowas. Das bauen wir ja auch aktiv in die Analyse immer mal mit ein, ne? Dass wir einfach auch chartanalytische Grundsätze etwas vergewaltigen, weil wir einfach wissen, dass der DAX sie halt vergewaltigt und es ja dann nichts bringt, wenn wir uns hinstellen und sagen, oh, das hat aber nicht gut gemacht, sondern einfach von vornherein sagen, hey, an der Stelle wird das wahrscheinlich nicht gut machen und nicht nach Lehrbuch bedienen. Und das ist hier so ein Punkt, da wird für viele jetzt höheres Hoch, ist hier das Stichwort, ne? Da wird für viele der Trend wechseln. Der Trend ist ohnehin schon gekippt, das sehen wir gleich im Tageschart. Wir haben jetzt den Tagesschluss rausgesetzt, kriegen wir jetzt hier auch noch ein höheres Hoch über 3,15, gehen erstmal auf vielen, ich sag mal, Ebenen Kaufsignale an. Ja, das heißt, Analysten, die große Kunden versorgen, Asset Manager und so weiter und so fort, kriegen dann hier einfach jetzt eine Notice oder was heißt Notice? Sie kriegen eine Benachrichtigung von ihren Analystenhäusern und Hausanalysten und so weiter und so fort, dass hier ein möglicher Trendwechsel jetzt im DAX ansteht, halt, ne, der nach oben dann entsprechende Potenziale hat. Was passiert in der Regel dann erstmal aber? Der Markt holt sich das Geld und geht dann erstmal in eine Erholung rein. So, und wenn wir jetzt hier gucken, wohin könnten eine Erholung im Sinne einer Korrektur, wohin könnte das jetzt gehen, müsste man klar sagen, also wenn er hier oben jetzt die Beine in die Hand nimmt und Bauchplatscher spielt oder Arschbombe spielt, ja, dann haben wir hier unten die 14.000 und wir haben hier unten die 13.700. Das sind jetzt so zwei Stationen, die er wirklich gut anspielen könnte von oben. Und von daher muss man da schon wirklich ein bisschen aufpassen, wie er dann runterkommt und wie er sich vor allen Dingen auch eindreht. Das heißt, wer hier vielleicht long mitgegangen ist, würde es durchaus Sinn machen, im Bereich oberhalb von 14.300 vielleicht mal auch ein bisschen was reinzuholen, ein bisschen zu realisieren, Teilverkäufe mindestens erstmal, Stops anpassen und so weiter und so fort. Für den Fall, der dreht dort um, der muss nicht umdrehen. Der kann auch den kompletten Mittwoch nach oben durchrennen, weil ja erst nach dem Mittwoch auch die Analysen rausgehen. Das heißt, es ist letztendlich egal, ob er bei 3,15, 3,60, 4,45 schließt. Aber ich kann mir eben gut vorstellen, dass wir nach dem Mittwoch zum Donnerstag dann erstmal wieder Gegenbewegung kriegen halt. Ne? Und das, er hat jetzt hier hätte freie Hand. Ne? Es würde vollkommen reichen, wenn er so eine 3,50 oder sowas macht oder selbst 3,30 würde reichen. 3,30, 3,50. Einfach anstoßen, dort stehen bleiben, rausgehen, das wäre vollkommen legitim. Dann würde den Zweck erfüllen, könnte sich zum Donnerstag eindrehen. Ich würde jetzt am Mittwoch noch nicht zwingend eine komplette harte Wende einplanen, aber ich würde so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ne? Dass man einfach vor Augen sich hält, okay, hier springen jetzt viele Signale um. Das heißt, Leute werden jetzt langsam oder müssen notgedrungen auch Shorts liquidieren. Das ist ja eher immer so das, was dann den Markt eben auch so ein bisschen zur Bewegung motiviert. Ne? Jemand, der jetzt hier Shorts liquidieren muss, der wird natürlich... Der ist dann nicht mehr vor fallenden Kursen abgesichert. Und wenn dann der Markt fällt, dann muss der an einem gewissen Niveau seine Shorts wieder reinholen. Na, dann kann man die wieder schön hinten rausnudeln. Und so macht das halt richtig Spaß. So kommen Umsätze in die Börse und dann funktioniert Börse halt. Ne? So arbeitet das Ding. Und das würde ich ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ansonsten ist jetzt hier erstmal der Trendbruch da. Das heißt, wir haben ein mögliches Breakout-Szenario. Ich sehe den Markt jetzt hier auch erst, also nach wie vor, eigentlich haben wir jetzt auch letzten Tag schon eher gesagt, auf der Long-Seite, ne? Also insbesondere auch mit Bruch aus dem Trend raus.
270, 300. Versteht das nicht falsch, ich würde dort nicht shorten, auch wenn ich sage, ich gehe davon aus, dass er sich dann da unten wegdreht. Ich würde es noch nicht shorten, weil er in meinen Augen halt auch bis 445, 500 da halt durchdrücken kann. Er kann auch sogar weiter höher gehen, ne? Also ist ja jetzt nichts gesagt und das kann am Mittwoch schon übel werden halt, ne? Wenn der einen guten Start reinkriegt, der kann schon 10 Uhr auch relativ hoch stehen und dann einfach zur Seite rausdudeln den restlichen Tag, ne? Und dann wird es sehr spannend, wie wir in den Donnerstag reingehen. Aber das schauen wir uns erstmal nach dem Mittwoch an. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal noch sagen, der ist auf Kurs. Der Mittwoch hatte jetzt hier noch entsprechende Potenziale, die er auf der Oberseite heben kann. Und dann würde ich ab Donnerstag, spätestens ab Donnerstagnachmittag, erstmal wieder ein bisschen Gegenwehr einplanen. Und bis dahin kann er sich aber jetzt erstmal noch austoben. Das heißt, für mich ist noch kein Short-Umfeld. Aber ich würde mir das jetzt sehr, sehr, sehr genau angucken. Wie reagiert denn der DAX rein von der Optik, rein von den Kerzen denn tatsächlich auf den neuen Hochs? Unabhängig davon, dass dort ein charttechnisches Signal gebildet wird. Mir ist wichtig, wie reagiert er dort? Macht er nämlich da bloß drüber und dann gehen da fette rote Stundenkerzen weg. Und dann kann der auch echt von da oben bis zur 14.000 nochmal nach unten ausholen. Ja, das macht er vielleicht nicht unbedingt gleich am Mittwoch. Aber über Donnerstag, Freitag wäre das dann schon denkbar. Also von daher ist das ein wichtiger Bereich, sollte man im Hinterkopf behalten. Und steigt aber durch ohne fette rote Kerzen, dann sollte man sich nicht auf der Short-Seite verkämpfen. Na, ansonsten steht er bei 4,45, steht er bei 500 oder vielleicht sogar bei 600 und man ist den ganzen Tag nur am Short suchen, dann hat man auch nichts gekonnt. Ja? Gut, ansonsten, was kann man noch sagen? Punkt, Punkt, Punkt. Sollte besonders schwach sein? Ja, hier so 1,40 bis 100 ist so ein bisschen Pufferzone, Stabilisierungszone. Kann er sich nochmal hochdrehen. Unter 100 wird er ein bisschen wackeliger. Würde sich dann die 14.09 öffnen. Ja, und wenn die 14.000 brechen sollte nach unten, ist jetzt ein bisschen weit hergeholt für den Mittwoch, ne? Das muss er auch erstmal hinkriegen. Aber sollte die 14.000 irgendwann auch nochmal brechen, dann sind natürlich 13.800 wieder groß im Kurs. Ja, gut, aber so sieht es erstmal ganz ruhig aus. Sieht positiv aus, aufwärts gerichtet. Trendlage wechselt jetzt auch auf positiv, ne? Chartraum wechselt auf positiv, weil wir den Abwärtstrend verlassen. Und wie gesagt, kriegen wir jetzt auch noch ein höheres Hoch hier rein. Dann klickern überall die Signale. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das kann auch sein, dass da wirklich richtig Kaufdruck reinkommt dann halt, ne? Dass der Markt einfach auch so ein bisschen das Bewegungsverhalten mal kurzzeitig ändert und da wirklich ein bisschen Stress aufkommt, so Richtung Short Squeeze. Das wird kein Short Squeeze werden, weil ich glaube, das ist schon eine gut getragene Bewegung. Aber es wird vielen so vorkommen. Ja, und da sollte man, glaube ich, ein bisschen aufpassen und sich vor allen Dingen auch darauf einstellen. Ne? Wenn man sich darauf einstellt, dann hackt man nicht so sinnlos dagegen, wie wenn man das nicht kommen sieht halt. Ne? Wenn man an so einem Tag aufmacht und sich sagt, boah, wo steht denn der DAX jetzt schon wieder? Der stand doch vorgestern noch wo ganz anders, das kann ja gar nicht sein, wieso steigt denn der so? Die Nachrichten sind doch so schlecht und Inflation, das ist dann noch nicht gelöst, das Problem, der muss doch fallen. Ja, und dann hackt man dagegen und dann hackt man dagegen und dann hackt man dagegen und plötzlich steht er 300 Punkte höher. Das braucht man, denke ich, nicht, deswegen ist es meiner Meinung nach gut, wenn man sich darauf vorbereitet. Ja, gut. Okay, Punkt. Punkt, Ende aus. Also Abwärtstrend jetzt sozusagen gebrochen. DAX außerhalb des Terrains. Das heißt, wir gehen in den positiven Chartbereich rein. Jetzt wird sehr interessant, wie geht das mit dem letzten markanten Hoch um. Ne? Weil ab dann kippt ja auch nach Dowscher Zählung dann die Trendfolge. Ne? Der hat ja gar nichts mit Trendlinien zum Beispiel gemacht. Er hat nur sich auf die Hochs und die Tiefs bezogen. Und das wäre dann hier eben finalisiert. So, und dann könnte sich zum Beispiel hier mal ganz gesponnen, ne, wenn der dann hier wegdreht, so wie wir das im H2 gerade besprochen haben, und er dreht hier nach unten, holt nochmal Schwung, 13.800, vielleicht sogar tiefer, dann könnte hier sogar eine ISKS bauen. Ja, und guckt mal, wo dann ein Arm auch hingehen könnte. Ne? Also eine zweite Schulter hingehen könnte. Also da wäre schon Platz da. Ne? Dann sollte man sehr genau im Blick behalten, wie der sich jetzt hier die nächsten Tage bewegt. Ne? Hat nach unten dann. Gut, Reaktionspotenzial, aber es ist für mich noch kein Grund zu shorten. Ja, das kann ich nur noch mal ganz, ganz, ganz deutlich sagen. Es ist für mich noch kein Grund zu shorten. Ja, der ist erstmal auf der Longseite attraktiv, aber man muss jetzt aufpassen, wenn die Stimmung zu positiv wird, dann wird es das Vieh auch ordentlich nach unten noch mal hier reindrücken. Ja. Gut, okay, dann ich mache hier aus, wünsche euch gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.